Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie man bei einem Audi A6 den Service zurückstellt. Und los geht's! Ja, der OBD-Stecker befindet sich hier unten links. So, und machen die Zündung an. Und gehen nun an den Computer. Ja Leute, am Computer angekommen, gehen wir hier bei VCS auf Service Rückstellung. Und warten, bis er jetzt alles abgerufen hat. Gehen dann hier oben auf den Pfeil und der macht uns ganz viele Sachen hier auf. Wir können dann einmal hier wählen zwischen flexibler und festem Ölwechselservice. Das bedeutet, wenn ihr möchtet, dass die Anzeige bei euch bei 15.000 wieder anfängt aufzuleuchten, dann könnt ihr hier auf fest gehen oder ihr nehmt flexibel, geht hier einmal drauf und drückt hier einmal auf ausführen. So, und haben somit jetzt den Service zurückgesetzt. Machen das Ganze hier wieder zu. Und das war's auch schon. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen da und abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.